Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zur Gesprächssendung der Neuen Zürcher Zeitung NZZ Standpunkte. Zwei Journalisten, ein Gast, wie immer zusammen mit meinem Kollegen Marco Färber. Im Jahre 2020 werden eine halbe bis vielleicht sogar eine Million mehr Menschen in der Schweiz leben als heute. Wo und wie werden diese Menschen dereinst wohnen? Können wir die Schweiz weiter verbauen wie heute, wo jede Sekunde ein Quadratmeter Natur verloren geht? Können wir den Traum vom Einfamilienhaus im Grünen unendlich weiterträumen? Einer, der laut Nein sagt, ist der Architekt Jacques Herzog. Jacques Herzog führt zusammen mit Pierre Dumeron das in aller Welt bekannte Architekturbüro Herzog und Dumeron. Und Jacques Herzog ist heute unser Gast. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Herzog, bei NZZ Standpunkte. Herr Herzog, wenn Sie ausländischen Kollegen die typischen Merkmale der Siedlungsstruktur und der Siedlungsentwicklung in der Schweiz zeigen müssten, welche zwei, drei Orte würden Sie diesen Kollegen zeigen? Die Schweiz ist sehr vielfältig, das ist ja eine Hauptqualität. Von daher gesehen ist es schwierig, das so auf die Schnelle zu sagen. Es gibt natürlich all diese mit Klischees verbundenen Bilder der Schweiz, mit See, Fluss, Berg und gleichzeitig Stadt. Und dieses Klischee stimmt ja auch zum Teil. Das ist der schöne, der schocki Teil der Schweiz. Und es gibt aber natürlich auch diese Aglo-Schweiz, die sicher hier auch zum Thema werden wird. Dann gibt es auch erstaunlich dichte und nach mit Headquarter-Funktionen bestückten Stücke Schweiz, die sehr urban sind. Ich würde vielleicht 3, 4 solche sehr konträre Stücke Stadt auswählen. Können Sie uns Beispiele geben? Sie haben von der Aglo-Schweiz gesprochen. Sie kommen aus Basel, wir sind hier in Zürich. Ist Aglo, heißt das, sind das die Vorstädte dieser urbanen Zentren, die Sie vor Augen haben? Also diese Schlafgemeinden, die es in Basel gibt, die gibt es auch hier in Zürich selbstverständlich. Das richtig, wir wollen ja versuchen, mit Klischees ein bisschen aufzuräumen, präziser zu werden. Die Agglomeration ist zunächst einmal einfach das, was sich vor der Stadt entwickelt hat. Und die ist zum Teil ja in Veränderung begriffen, gerade in Zürich West, aber auch jetzt in Basel, Dreispitzquartier und so. Das heißt, Quartiere, die einst vorstädtisch waren, werden heute überarbeitet, verdichtet, werden urbaner. Das sind interessante Prozesse. Was wir kritisieren, ist natürlich dieses agglomerative Ausgreifen, dieses Siedlungsbrei im Mittelland. Den würde man wahrscheinlich als negatives Beispiel da anführen. Also konkret, wenn ich in Bern in den Zug steige und nach Zürich fahre, dann sehe ich, wie je weiter ich wegkomme von Bern, desto überbauter wird dieses Mittelland, desto ausfasender ist eigentlich die Siedlungsstruktur. Ja. Das würden Sie Ihren Kollegen als negatives Beispiel vorführen das ist, wollen? Das ist das, was wir ja schon bezeichnet haben mit in der Schweiz ist nirgends nichts und an wenigen Orten wirklich etwas, was man städtisch nennen könnte. Sie, mit anderen Worten sagen Sie so manchmal auch, die Schweiz wird verbaut. Punkt. Ja. Und ich, es wurde zu einleitend gesagt, dass ich laut Nein sage dazu. Ich sage zu nichts laut Ja oder Nein eigentlich. Und dieses Bild, wo sehr viel Landschaft ist und ein paar Häuser drin, also ein bisschen Architektur, kommt ja eigentlich aus der Moderne. Und Frank Lloyd Wright hat ja diese Garden City-Ideen propagiert als Abkehr, deshalb in der Moderne, der mittelalterlichen Stadt, wo die verdichteten Quartiere ja auch negativ belegt waren. Deshalb auch diese Ängste natürlich, dass wir da zurückgehen in die Ghettos, in die engen Straßenschluchten. Und ich denke, gerade der Schweizer ist jemand von der Mentalität her, der mit solchen urbanen Bildern Mühe hat. Wir sprechen gleich über die Verdichtungskomponente. Ich möchte vielleicht voranschicken noch die Frage, warum ist das eigentlich schlecht? Oder was ist das Negative daran? An was? An dieser Siedlungsentwicklung. Eben zunächst ist eigentlich nichts negativ, weil die Moderne wollte natürlich, dass der Mensch im Grünen mit Natur zusammen leben kann. All die Leute, die da irgendwo auf dem Land, wie sie es nennen, wohnen, es wohnt in der Schweiz niemand auf dem Land eigentlich, nur in der Landschaft, mehr oder weniger umgeben von Natur. Das ist
wunderbar. Das Problem ist natürlich, dass wir einen sehr begrenzten Raum nur haben, vor allem in der Schweiz, gesamthaft aus dieser Welt, aber vor allem in der Schweiz, wo dann natürlich mit diesem Modell, das an sich für den Einzelnen an sich angenehm ist, einfach alles zerstören, was uns ja auch wichtig ist, nämlich die leere Landschaft, die natürliche Landschaft. Und von der gibt es kaum mehr etwas und irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo die Schweiz und die Qualität der Schweiz, nämlich die Sichtbarkeit dieser Landschaft, ohne dass überall irgendein Häuschen oder irgendeine Bank oder irgendeine Post oder irgendetwas steht, dass es das überhaupt noch gibt. Ist das aber nicht quasi eine zwangsläufige Entwicklung für jedes kleine Land, das ein starkes Wirtschaftswachstum hat, das ein starkes Bevölkerungswachstum hat? Ganz genau, das ist ganz klar so. Ich meine, Monaco ist das extremste Beispiel. Das ist eigentlich die Natur wurde verdrängt durch die Stadt. Oder das extremste Beispiel in der Geschichte ist Venedig. Venedig ist wunderbar, weil eigentlich die Stadt hat alles, was Natur ist, nämlich diese Fleckeninseln, vollkommen zugedeckt. Und die Stadt hat die Natur ersetzt. Manhattan ist auch ein bisschen so, aber ist natürlich umgeben noch von Landschaft. Und die Schweiz kann natürlich überall so bebauen, quasi relativ homogen, überall ist etwas. Das kann man machen, das ist nicht ein Sündenfall. Man muss einfach wissen, will man das, wer will das, wie verhält sich der Schweizer dazu. Ich denke, das ist viel wichtiger, als dass wir mahnend sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Es ist einfach ein Fakt, dass wir dann keine freie, offene Landschaft mehr haben. Außer in den Alpen, vorläufig. Jetzt ist es ja so, dass Sie mahnen ja eigentlich letztlich an, dass wir bewusster uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Jetzt ist dieses Thema unterdessen sogar im politischen Betrieb angekommen. Also Siedlungsentwicklung wird unter anderem auch mit Migrationspolitik verknüpft. Von rechts und interessanterweise auch von links. Also es gibt ja auch eine Bewegung, die sagt, wenn wir weniger Leute wären, sprich die Migration zurückdrängen, dann hätten wir dieses Problem besser im Griff. Teilen Sie diese Ansicht? Das ist falsch. Die Migration, die ja vor allem von der rechten Seite benutzt wird als Grund, diese Politik zu ändern, die ist nicht schuld. Was schuld ist an der Zersiedelung, ist vielmehr die Steuerpolitik, nämlich die sehr viel gelobte der Steuerwettbewerb. Ohne Steuerwettbewerb gibt es keine Zersiedelung, oder jedenfalls nicht in dem Maß. Wer würde ohne Not nach Wollerau, ich möchte jetzt nicht mit der Gemeinde Wollerau im Streit sein, aber all diese Kantone, die dank Steuerwettbewerb auf die Landkarte gekommen sind, sind heute, haben sehr stark diese Besiedlung angezogen, also auch diese Zersiedelung von eigentlich vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren noch relativ intakten Landschaften. Also Zug beispielsweise. Zug, Schwyz, Obwalden, Niedwalden. Das sind eigentlich die Zersiedelung, gerade an diesen unschuldigen Orten, nicht urbanen Orten, sind nicht eine Folge der Migration, sondern des Steuerwettbewerbs. Und sind auch nicht einfach eine Folge unseres Drangs, eben ins Grüne zu gehen, im Grünen zu bauen, draußen zu bauen, möglichst ist nahe. Ist rein pragmatisch und direkt mit dem Steuervorteil verbunden. Wobei es ja schon auch eine gesellschaftliche Komponente hat, unabhängig jetzt von der Frage, was ist Treiber bzw. ist Ursache und Folge. Wir alle brauchen pro Kopf mehr Fläche denn je. Also auch die Alteingesessenen quasi brauchen mehr Raum. Und die Frage wäre ja, wenn es jetzt, nehmen wir an, Ihr Argument, wenn es keinen Steuerwettbewerb gäbe, würde diese Zersiedelung auch nicht stattfinden. Die Frage, wo wohnen dann diese Leute, die müssten wir ja dann noch beantworten. Das führt ja zum Stichwort, was Sie vorhin verwendet haben, nämlich der Frage der Verdichtung. Was versteht man unter Verdichtung? Also ich möchte ja richtigstellen, ich bin nicht der, der jetzt sagt, macht keinen Steuerwettbewerb und die Migration hat keinen Einfluss und so. Ich möchte alles einfach auf den Tisch legen. Und das ist ja auch ein Problem, dass wir alles ist durch Parteien belegt. Deshalb gibt es keine wirklich offene Diskussion. Ich sehe das eigentlich ganz cool. Und ich möchte einfach, dass wir mal fähig sind, diese Sachen zu besprechen. Klar, wenn es weniger Migration oder weniger Einwanderung gibt, weniger Bevölkerungswachstum, ist dieses Problem weniger drängend, weder in den Infrastrukturen noch der Siedlung und so weiter. Aber wir selbst brauchen auch mehr Platz. Also die Frage ist auch, wie viele Leute
können in der Schweiz wohnen, wie viel wollen wir, dass in der Schweiz wohnen und wo sollen sie wohnen? Das sind Fragen, die man diskutieren kann. Szenario Verdichtung an den urbanen Polen, vor allem mit den Metropolen, Genf, Zürich, Basel, aber auch Bern, Innerschweiz, andocken an bestehende Orte oder eher dieses Breitenwachstum. Und ich glaube, es braucht wirklich eine Diskussion von unten her. Aber sehr viele Menschen haben noch zu wenige Informationen, um das Ganze relativ nüchtern diskutieren zu können. Wenn Sie gefragt werden von Leuten, was ist dann Ihr Bild der zukünftigen Schweiz? Wie müsste es richtig sein? In welche Richtung müssen wir steuern? Sie haben es zum Teil schon angetönt, aber wenn Sie das mal verdichten würden. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte alles urban verdichtet haben und, sage ich mal, amerikanische Verhältnisse in der Schweiz. Ich habe von Basel klare Vorstellungen, weil ich da auch lange geforscht habe. Wenn ich jetzt Zürich nehme als Beispiel, habe ich immer gesagt, wenn Zürich sich verdichtet und beispielsweise am See Bebauungstypologien wie in Chicago oder sowas hinstellt, zerstört Zürich das, was es eigentlich reizvoll macht. Also das ist nicht einfach so eine Lösung anzubieten. Ich denke auch, dass es viel mehr Komponenten gibt, als nur diese Frage jetzt, wie verdichten und wo wohnen. Zum Beispiel die Frage der Identität, das ist auch so ein missverstandenes Wort. Wenn es um Kantons- oder Gemeindefusionen geht, dann kommen auch wieder immer die gleichen natürlich, die sagen, ja nein, das geht nicht, wir verlieren unsere Identität, wir müssen die Kleinräumigkeit der Schweiz bewahren. Da bin ich einverstanden. Ich bin auch mit dem Steuerwettbewerb einverstanden, vielleicht anders getuned. Die Identität, die Identität verläuft heute nicht mehr den Kantons- oder den Gemeindegrenzen entlang, sondern die Alltagsrealität, die Alltagswirklichkeit hat andere regionale Einteilungen. Das heißt, es gibt eine metropolitane Region Basel oder Zürich oder Genf und die Kantonseinteilung, die Gemeindeeinteilung entspricht dem nicht. Jetzt sage ich nicht, das müssen alles Kantone sein. Ob es dann nur noch 6 Kantone gibt, das ist eine Möglichkeit. Das ist eine relativ grobkörnige Schweiz. Aber vielleicht gibt es Identitätsgrenzen entlang Quartieren. Die sind vielleicht viel interessanter als die ursprüngliche Grenze Basel-Stadt, Basel-Land, die verläuft seit 1833 diesem Graben entlang. Der war mal eine Grenze, entlang derer sich Identität aufbaute und abgrenzte. Das ist heute nicht mehr so. Ich sage nicht, dass es nicht unterschiedliche Orte gibt innerhalb einer metropolitanen Region, unterschiedliche Identitäten, aber sie sind nicht mehr identisch mit den Kantonsgrenzen und es gibt keine solchen Argumente gegen Kantonsfusion oder Gemeindefusion, die wir ins Auge fassen müssen für eine moderne Schweiz. Da bin ich klar dafür. Wir müssen da einen Schritt machen. Und das Getunte, auch mit dem Steuerwettbewerb. Ich denke, es ist wichtig, das haben uns ja die Ökonomen auch einleuchtend zeigen können, dass wir Wettbewerb haben in der Schweiz. Aber es ist natürlich auch so, dass wir Städte haben, die andere Lasten haben, andere Aufgaben haben. Und das muss man auch respektieren. Es ist zu billig, einfach überall die Preise runterzufahren, den Staat auszubluten, weil der wichtige Funktionen hat. Ich glaube, es fehlt einfach die nüchterne Betrachtung. Deshalb bin ich auch nicht bereit, entlang den Parteilinien zu diskutieren, sondern entlang den Sachideen. Jetzt lassen Sie uns vielleicht noch mal zurückkehren zum Siedlungstechnischen im eigentlichen Sinn, nämlich zum dieser Verdichtung. Also ganz konkret, was versteht Herzog de Meuron unter diesem Wort Verdichtung? Ist das weniger Platz pro Person? Sind das quasi vertikale Wohnformen oder Lebensformen? Was ist es konkret? Also es ist ganz klar so, dass eine dichtere Bebauung weniger Grundfläche pro Einwohner, also Bodenfläche pro Einwohner, beanspruchen soll als eine weniger dichte Wohnform. Das heißt aber nicht, dass die Wohnungen kleiner sind, das heißt auch nicht, dass es weniger Außenräume gibt, nur sind die natürlich eher in der vertikalen angesiedelt. Aber das heißt, das Ende eigentlich, ich sage jetzt doch ein bisschen plakativ, des Eigenheimtraums, der ja vielleicht nicht gerade jeder Schweizer, aber viele in diesem Land träumen. Es gibt auch Eigenheime, die aufeinander
stacked sind, oder? Das ist auch ein mögliches Modell. Es gibt auch 6-7-geschossige Wohnblocks, die sehr großzügig sind, die sehr sogar, ich denke, dass da wurde wenig geforscht, sogar, sage ich mal, nicht im sozialen Wohnungsbau, aber in, sage ich mal, in Wohnungsbau mit niedrigeren Mieten gibt es Möglichkeiten, dichter zu wohnen, ohne diese sozialen Unterschiede so plakativ darzustellen, wie das natürlich geschieht, wenn man an Wohnformen in Hongkong oder so das denkt. Diese Art von Verdichtung ist bei uns nicht denkbar, weil wir eine andere Kultur haben, als es die Chinesen haben. Aber das Ganze gesehen, wenn man es etwas plakativ zusammenfassen müsste, würde man auch sagen, wir müssen ein städtischeres Bewusstsein entwickeln in diesem Land. Klar, das hat aber wiederum mit der Kultur zu tun. Ich sage wiederum nicht, wir müssen. Weil ich denke, der Schweizer ist nicht ein urbaner Mensch. Jedenfalls in der Vergangenheit, die Kultur, die wir haben, ist eine andere. Es ist aber auch nicht eine bäuerische, das ist nicht unbedingt das Gegenbild. Es ist auch nicht eine ländliche, weil das ist auch so ein falscher Begriff, wenn Leute sagen, wir sind ein Landkanton. Basel-Land zum Beispiel ist nicht ein Landkanton. Das sind auch Missverständnisse. Aber ich denke, der Mangel an Bereitschaft, dicht zu wohnen und näher zueinander zu wohnen, hat etwas psychologisch Interessantes. Ich glaube, der Mensch ist da sehr verschieden. Der Asiate oder der Amerikaner oder der Schweizer hat andere, das ist auch eine Frage der Gewohnheit, aber der Schweizer mag es nicht, wenn sein Nachbar zu nahe kommt. Das ist vielleicht noch wichtiger als die Frage der Urbanität. Der Schweizer mag den anderen nicht. Ich sage nicht, das sei überall auf der Welt so, dass die so leicht mit dem anderen umgehen. Aber das Problem oder die Tatsache des anderen, oder wie schon Sartre sagte, l'enfer c'est les autres, ich glaube, das ist eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang. Wer ist der andere und wie nah möchte man dem sein? Oder wie Sie es mal formuliert haben, der Siedlungsbrei ist Ausdruck von Abgrenzung, Neid und Misstrauen. Ja, das kann ich schon jetzt da sagen. Da würden sich vermutlich verschiedene Leute, die Häuschen bauen und da draußen wohnen, ziemlich wehren gegen das. Nein, aber da muss man auch sich nicht schämen. Ich glaube, jeder spürt das bei sich selbst. Wie er damit umgeht und wie sehr ihn das stört. Ich glaube, da kann man ganz nüchtern damit umgehen. Und es gibt Länder, wo das weniger ist. In Amerika zum Beispiel hat mir das immer gefallen, dass die Häuser in der Landschaft stehen und zwischen diesen einzelnen Gebäuden, auch wenn sie relativ nahe stehen, häufig kein Gartenhag ist, keine Abgrenzung. Und wir Schweizer, wir grenzen uns ab. Kantonal, gemeindemäßig, aber auch ganz klar gegenüber der Eurozone und anderen Ländern. Ich stelle das einfach mal nüchtern fest. Ich sage nicht, wir müssen das ändern. Das heißt aber, eine neue Siedlungsstruktur, etwas in dieser Richtung, wie Sie es jetzt skizziert haben, würde auch ein Umdenken beginnen, müsste parallel laufen mit einem Umdenken. Ich denke, kann man das irgendeine Art befördern? Ich glaube, der Mensch kann sich nicht ändern. Ich glaube, in der Schweiz ändert sich nur etwas, wenn es notwendig ist, wenn Not ist. Gemeindefusionen kommen nur zustande, wenn wirklich Not ist. Oder Täler werden verlassen, wenn einfach kein Geld mehr da ist. Oder wenn alles kaputt ist. Wenn wir keine Energie mehr haben aus fossilen Trinken, dann werden wir etwas machen. Vorher geschieht nichts. Und ich sag das ganz ohne moralischen Hintergrund. Ich finde es manchmal schade, dass der Mensch nicht mehr antizipiert und vor allem nicht mehr versucht, sich selbst zu verstehen, weil das der erste Antrieb ist, etwas zu verändern. Aber das würde auch heißen, wenn wir dann unsere Landschaft kaputt gemacht haben, dann ändern wir etwas und vorher nicht. Ja, und dann können wir das vielleicht auch wieder rückgängig machen, aber es ist dann nicht mehr die gleiche Landschaft. Eben, aber das klingt mir jetzt doch ein bisschen zu fatalistisch. Also sinnvollerweise wäre es ja schon so, dass wir uns jetzt Gedanken machen, wie sieht diese Schweiz, ich sage, siedlungstechnisch in 50 Jahren beispielsweise aus oder in 25 Jahren, um eben zu verhindern, dass wir am Ende eine völlige Zersiedelung haben, die wir dann ja realistischerweise nicht einfach zurückbauen können. Mhm. Und die Frage ist ja schon, was braucht es dazu? Es braucht einen politischen Konsens, es braucht aber natürlich zum Beispiel auch eine Siedlungsentwicklung, die letztlich ja sich orientieren müsste an diesen Gedanken, die Sie jetzt äußern, im Sinne der rechtlichen Basis, was darf man nicht mehr. Und da stellt man ja schon fest, dass dieser Konsens, dass wir ein Problem haben, der besteht möglicherweise, aber wie man mit diesem Problem umgeht, da
besteht eigentlich kein Konsens nach meinem Dafürhalten? Also ich denke, im Moment gibt es überhaupt keinen Konsens. Wie viele Einwohner kann es geben in der Schweiz? Da rechnet sich dann die Dichte daraus, dann die Orte, die Bauzonen. Kann man die Bauzonen per Los quasi verkaufen an eine andere Gemeinde? Wie geschieht das? Wie ist dann die Gerechtigkeit, sag ich mal, zwischen den einzelnen Metropolitanen und anderen Regionen, dass da ein Ausgleich ist? Ist nicht gut, wenn eine Region ein Übergewicht hat, wie das sagt das immer wieder, das Übergewicht, das Zürich zum Teil hat, ist ein Problem. Das ist ganz ohne Eifersucht gesagt. Die Schweiz funktioniert dann, wenn eine gewisse Balance da ist und wenn es Kräfte gibt, die den anderen auch kompetitiv gegenüberstehen. Das ist ganz wichtig. Das ist die moderne, der moderne Föderalismus der Schweiz. Der alte hat ausgedient, wo man sagt, das ist dieser Kanton, das der, das der, das der. Ich bin sehr für den Föderalismus, ich bin sehr für die Unterschiedlichkeit, für die heterotopische Landschaft Schweiz. Aber wir müssen sie neu denken. Und das geht natürlich über Vermittlung, auch in der Schule, Diskussionen, Plattformen. Und es geht nur bottom-up. Es geht in der Schweiz alles nur bottom-up. Und ich denke, das ist etwas, das wir als Architekten auch gelernt haben, was zum Beispiel ein Franzose oder ein Deutscher oder nur ein Holländer weniger hat, weil das weniger deren Kultur ist. Schon gar nicht die Amerikaner, obwohl das ja auch eine sehr demokratische Kultur ist. Wie wohnt Herr Herzog privat? Ich wohne mitten in der Stadt, in einem Haus, wo auch andere Leute wohnen. Aber ich merke auch an mir selbst, dass je älter ich werde, desto lieber ist es, wenn es weniger andere Leute gibt in dem Haus. Es ist ein ganz verständlicher Prozess. Aber ist das ein bewusster Entscheid gewesen, also im Sinne von bewusst, ich will in einer urban verdichteten Umgebung wohnen? Ja. Oder haben Sie auch einmal darüber nachgedacht, ins Grüne zu ziehen und sich, ich glaube, Architekten bauen sich nicht selber ein Haus, sondern sie ziehen dann in ein Haus, aber selbst bewohntes Eigentum quasi im Grünen zu haben? Nein, ich kann es ja nicht in Details meiner Privatleben. Wir haben schon auch Möglichkeiten, an andere Orte noch hinzugehen, aber ich habe nie jetzt in ein eigenes Privathaus, freistehendes Einfamilienhaus, das war jetzt nie so mein Traum. Eher unterschiedlich wohnen, das heißt, du bist umgeben von Grün, also auf deiner Ebene, das ist eher so japanisch mit einem Innenhof oder sowas, oder dann siehst du mal runter auf Stadt oder Fluss oder in die Landschaft, also siehst den Himmel, also mehr so, mehr wie stehe ich im Raum, als was ist jetzt die Dimension dieses privaten Hauses oder so. Nochmals, das war nie ein Bedürfnis. Auch das sollte man relativ nüchtern sehen. Ich finde es völlig okay, wenn jemand ein Einfamilienhaus bewohnen will. Wenn er es sich leisten kann, ist das überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, wie viele Menschen sollen mit wie viel Umschwung in quasi pseudoländlichen Gegenden wohnen. Es ist eine Lüge zu sagen, wir sind ein Landkanton. Es ist eine Lüge zu sagen, wir wohnen halt auf dem Land. Das stimmt nicht. Es wohnt in der Schweiz niemand auf dem Land. Aber subjektiv haben das viele Leute. Ja, und das ist schon, damit fängt es schon an, dass man auch, da muss man einfach die Wahrheit sagen, ihr wohnt zwar nicht im Stadtzentrum, aber ihr wohnt in einem urbanen Kontext, euer Haus hat dies und diese ursprünglich ländliche Situation zerstört und jetzt wohnt ihr dort und vorläufig gibt es noch unbebautes Land und sobald das bebaut werden soll, seid ihr die Ersten, die dagegen eine Initiative ergreift, eine Abstimmung forciert und versucht, das zu boykottieren. Das ist die Schweiz. Das ist eine ganz, muss man einfach mal ganz realistisch sagen. So ist es einfach. Wollen wir das und begreifen Leute das, dass das begrenzt ist? Und wenn wir es nicht begrenzen, wenn wir nicht fähig sind, da das zu ändern in unseren Köpfen drin, zerstören wir die Schweiz. Das heißt, die Kräfte, die behaupten, sie bewahren die Schweiz, sie sind die Schweiz, die den Steuerwettbewerb unbedingt wollen, die Migration nicht wollen, die müssen sich mal überlegen, wie viele Kräfte losgetreten werden, die eben die Schweiz im Gegensatz zu ihrer eigenen Wahrnehmung in Wirklichkeit zerstören. Und das hat nichts mit Parteien nur zu tun, sondern mit den Leuten selbst.
Das ist viel wichtiger. Die Leute selbst sollten versuchen zu verstehen, und wie das geschieht, welche Rolle die Medien spielen und so weiter, das übersteigt es interessiert mich auch nicht so. Von dieser Diskussion, von der Sie jetzt sprachen, eben die dringend in diesem Land geführt werden muss, da haben Sie ja auch entscheidende Anstöße gegeben. Sie haben mit Kollegen und mit dem ETH Studio Basel zusammen vor Jahren, ich glaube es war vor 5 Jahren, wenn ich recht bin, eine Studie gemacht, die Schweiz ein städtebauliches Porträt. Ja. Und darin haben Sie diese Fragen, in mehreren Büchern haben Sie diese Fragen diskutiert, bebildert und so weiter und so fort. Wenn Sie selbstkritisch schauen, was ist daraus geworden? Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Buch, auch für die Eigenwahrnehmung. Es ist sehr deskriptiv, es ist nicht behauptend, es ist nicht irgendeine Furzidee oder eine Theorie, die dann mal veraltet ist. Es ist das kann man auch in 20, 30 Jahren mal anschauen, weil es ist eine Bestandesaufnahme, aus der man dann ableiten kann, wir wollen das eher so oder so machen. Was geworden ist, sind diese Begriffe, die wir zum Teil mit diesem Buch geprägt haben, nämlich diese neue Typologie der Schweiz, die Metropolitanregion, die auch eidgenössisch anerkannt, diese drei großen Metropolitanregionen, Genf, Basel, Zürich, das ist ja auch aufgrund des der Bevölkerungsentwicklung, aber auch der wirtschaftlichen Bedeutung sind das die drei metropolitanen Räume, dann die Städtenetze bis hin zu den urbanen alpinen Brachen. Das hat ja sehr wohl Diskussionen ausgelöst. Das ist das Resultat. Und ich glaube, es hat auch durchaus Eingang gefunden in die offizielle Politik der eidgenössischen Landesplanung, mit denen wir auch in Kontakt waren und die eigentlich entlang diesen Linien ja auch versuchen, die Entwicklung in den Griff zu kriegen. Diese Überlegung quasi der grünen Zonen, der stillen Zonen zwischen diesen großen städtischen Agglomerationen freizuspielen, wie weit wir da sind und wie sehr es da gelingt, einen Konsens zu finden, das wird man sehen. Das heißt aber, es könnte doch möglich werden, dass etwas passiert, bevor es zur Katastrophe kommt, wie Sie vorhin sagten. Ja, ich sage nicht, es ist eine Katastrophe. Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, wenn die Schweiz überall, wenn das aufgefüllt ist. Es wäre wahrscheinlich nicht förderlich für, sagen wir mal, die nächste, übernächste Generation der Schweizer, eine ähnlich prosperierende Periode zu erleben, wie wir das eigentlich jetzt ja erleben. Deshalb ist es schwierig, jetzt, wo die Schweiz so gut aufgestellt ist, etwas ändern zu wollen, zu sagen, ja halt, das geht nicht. Weil Sie haben mich gefragt um Vision. Ich glaube, und da widerspreche ich mir natürlich, ich glaube, die Schweiz ist nicht das Land der Visionen. Die Schweiz ist nicht Vision. Und zum Teil ist sogar der Erfolg der Schweiz nicht Vision. Und deshalb macht es natürlich Leute für mich, die eigentlich gerne etwas in den Raum stellen und sagen, das ist ein Leitbild, zumindest beim einzelnen Projekt kann ich das natürlich, muss ich das auch. Deshalb warne ich auch davor mit Leitbildern und sagen, ihr müsst das so machen in der Schweiz. Gewisse Sachen weiß ich oder denke ich, die sind richtig, die habe ich versucht zu erklären. Aber die große Vision, ich denke, eben wie gesagt, die Schweiz hat den Erfolg zum Teil, weil alles so ausgesessen wird und weil es dann eben trotzdem Raum gibt für das andere, obwohl wir gesagt haben, wir wollen es eigentlich so, wird es dann doch so gemacht. Nur kommen wir dann an eine Grenze, wo es dann plötzlich nicht mehr geht. Und dann ist dieser Mangel oder dieser Unwille, die Vision durchzuziehen oder zu entwickeln, wird dann zum das geht dann hinten raus. Jetzt sind Sie, wenn man Ihnen so zuhört, fällt einem auf, Sie machen sich viele Gedanken, Sie forschen auch auf diesem Gebiet. Wie verbindet sich das mit dem Architekten Herzog? Sie haben es vorhin gesagt, als Architekt können Sie ein Einzelobjekt entwickeln, hinstellen und das funktioniert, das Einzelobjekt. Zwischen diesem Einzelobjekt und eben dieser, ich sage jetzt halt doch sehr auf der Metaebene quasi zu diskutierenden Siedlungsentwicklung, braucht es ja Brückenfunktionen. Ja. Kommen Sie eher als Architekt zur Siedlungsentwicklung oder sind Sie immer eher schon der Siedlungsentwickler gewesen, der quasi aus der Siedlungsentwicklung ableitet und sagt, das Einzelobjekt muss zu dieser Siedlungsentwicklung dann auch passen? Eigentlich klar als Architekt, weil dieses magische Objekt, das war eigentlich der Anfang. Aber gleichzeitig schon als Studenten haben wir eigentlich
Stadtforschung gemacht, also auch archäologisch durchaus gesehen, wissenschaftlich quasi, weil die Architektur ist die Stadt und die Stadt ist die Architektur. Und auch wenn wir, sagen wir, auf nicht in der Stadt, sondern in der Agglomeration bauen, ist das eigentlich ein Begriff der Stadt, der damit verbunden ist, oder eine Verweigerung der Stadt. Und die Schweiz ist ein Ausdruck der Verweigerung der Stadt. Es gibt ja wahrscheinlich auch wenig Länder, wo es so viel unterirdische Architektur gibt, wie in der Schweiz. Was meinen Sie mit unterirdischer? Unter dem Boden. Also unter dem Boden? Ja, unter dem Boden. Die Schweiz ist, ich habe mal gedacht, es gibt sicher genauso viel Volumen unter dem Boden wie auf dem Boden. Und um nicht sichtbar zu sein, um nicht Stadt zu sein, um nicht etwas zu sein, sondern eigentlich das, was man ist, eher zu verbergen. Und, aber klar, wir als Architekten machen das Gegenteil eigentlich. Und wir haben aber gelernt, muss ich sagen, vor allem dadurch, dass wir erfolgreich wurden und mit der Tate natürlich dann wirklich ein Jahr... Tate Gallery in London, ja, sprechen Sie, Ihre internationale eine globale Sichtbarkeit sichtbar wurden, gelernt oder mussten wir quasi, und das ist auch schlagartbewusst, Gebäude, die so in einer Stadt drinstehen wie die Tate, und das war ja an einem Ort, wo die Stadt noch gar nicht angekommen war, das hat ja auch diesen Ort radikal verändert, dass Architektur, der transformatorische Charakter von Architektur für die Stadt existenziell ist. Und nur dann ist Architektur wirklich spannend, wenn es einen Ort verändert, und zwar bewusst verändert. Natürlich vor allem Projekte, wie wir sie jetzt haben, die sehr öffentlich sind. Beim privaten Wohnhaus ist das was anderes. Das fällt auf, wenn man Ihr Oeuvre anschaut. Sie sind vor allem bekannt und auch bekannt geworden international für im weitesten Sinn Bauten, die einen Nutzen erbringen, oder eine Infrastruktur abbilden. Also, Sie haben die Tate genannt, also Kunstmuseen beispielsweise, Sportstätten, der Bird's Nest in Peking, aber auch das Fußballstadion in Basel, der St. Jakobspark. Widerspiegelt das irgendwo durch auch eine gewisse Ohnmacht, dass man am anderen Ort, wo es eben sehr emotional wird, nämlich beim Einzelnen, beim Individuum, als Individuum sehr viel schwieriger ist, solche Prozesse durchzuführen? Ich glaube, das St. Jakobspark oder das Börsen oder was auch immer, das sind Möglichkeiten, in einem begrenzten Raum und begrenzten Ort Brennpunkte zu schaffen, wo die Idee von Stadt und von Öffentlichkeit, die uns interessiert, nämlich dass möglichst viele verschiedene gepolte oder interessierte Menschen zusammenkommen und sich öffentlich austauschen, zusammen sein können, das ist eigentlich eine Art Ideal der Stadt, die Stadt der Differenz. Die aber fruchtbar zu machen und nicht konfliktual aufeinander zu prallen zu lassen, was beim Stadion nicht immer einfach ist, das ist das Interessante. Die Tate ist deshalb für uns ein wichtiges Projekt und ist so erfolgreich. 5 Millionen Leute jedes Jahr, das ist eigentlich eine unvorstellbare Zahl. Doppelt so viel, als man dachte. Weil die Turbinen, halt die Turbine Hall, die ist eigentlich das Verdienst unseres Projekts. Und der Unterschied zu den anderen Projektvorschlägen der anderen Architekten, die da im Wettbewerb drin waren. Sagen Sie vielleicht kurz für die Leute, die das nicht so kennen. Die Tate ist ja ein umgebautes Kraftwerk, oder? Und das sind wie zwei parallele Gebäude. Die eine Seite ist dicht gepackt mit Galleries, also mit Ausstellungsräumen. In der Mitte ist ein kathedralähnlicher Leerraum, den wir ausgruben und leer ließen oder leer räumten, wie die Galerien in Mailand. Und das ist ein unglaublich erfolgreicher Aufenthalt, so dass ein Ort in der Stadt, den es nicht gab und der ein Brennpunkt geworden ist für die Stadt London. Das ist ein wirklicher Beitrag und die Leute lieben ihn und deshalb wird die Tate als Gebäude auch in den nächsten Generationen Erfolg haben und geliebt werden, weil die Architektur funktioniert. Nicht, weil ich bin oder der Pierre Demont oder so, das hat eigentlich mit uns nichts zu tun. Uns ist gelungen, dieses Produkt so zu machen, dass es einfach funktioniert. Und klar kann man sagen, man macht ikonische Architektur, wir können besonders gut schöne Fassaden machen und so weiter, das ist alles bla bla. Das, was wirklich zählt, und das ist nicht eine moralisierende oder anmaßende oder arrogante Behauptung. Architektur muss funktionieren, die Leute müssen es lieben, dann wird sie
funktionieren. Und wie man das schafft und wie, ob es gelingt, immer, ist eine andere Frage. Aber nur dann wird Architektur auch überleben. Aber darf ich vielleicht hier nochmal nachhaken? Nehmen wir den St. Jakobspark, weil da können wir auch davon ausgehen, dass die meisten Zuschauer wahrscheinlich wissen, wie der aussieht. Das ist ein Fußballstadion mit einem Annexbau, wo ein Altersheim drin ist, wo es Einkaufszentren drin hat. Warum gehe ich in den St. Jakobspark? Weil ich den FCB sehen will, wie er gegen eine andere Mannschaft spielt. Also wie weit funktioniert dieses Konzept vom öffentlichen Raum effektiv auch in den Köpfen? Also ich würde auch in den St. Jakobspark gehen, wenn der architektonisch nicht so gelungen wäre, genau. Also eine banale Sportstätte wäre. Meine Frage war ja, wie weit können wir das Individuum auch in seinen individuellen Bedürfnissen in der Architektur, aber auch in der Siedlungsentwicklung dann wirklich abholen? Und es ist ja kein Zufall wahrscheinlich, dass man vor allem jetzt von diesen Infrastrukturbauten spricht, wo eben, ich sage im weitesten Sinne, eine Kollektivität abgebildet werden kann. Es sind Menschen, die sich in einem Konsens zusammenfinden, weil sie zum Beispiel etwas genießen wollen, wie ein Fußballspiel. Ja, also der Erfolg des St. Jakob-Parks ist natürlich vor allem verdankt der auf sehr erfolgreichen 10 Jahre des Clubs. Das war ja nicht immer so und wird auch leider nicht immer so sein, befürchte ich. Aber das ist, also deshalb würden die Leute auch sonst hingehen. Was können wir machen? Es ist vielleicht vergleichbar am St. Jakobstadion wie eine Kirche, dass, wenn die gut gemacht ist und ein paar Ingredients hat, und ich glaube, das war uns wichtig, dass wir die dort zum ersten Mal verwirklichen konnten, weil der Stadionbau war vernachlässigt. St. Jakob war das erste neue Stadion einer neuen Generation. Nämlich, das waren so altertümliche Regeln, die wir bei englischen Stadien abgeschaut haben, wo die Leute, die eh schon Fans sind, durch das spezifische architektonische Umfeld, räumliche Qualitäten, sage ich jetzt mal, noch verstärkt so was dann wahrnehmen können. Und in einer Kirche, die, sage ich mal, dieses religiöse Gefühl besser ausdrücken, wie zum Beispiel eine mittelalterliche gotische Kirche häufig besser ist als eine moderne Kirche, die, wo viel zu viel Tageslicht reinkommt, da mag man ein bisschen verstehen, was ich meine. Die Leute sind trotzdem zu Gott hingezogen in dieser schlechteren Kirche als in der anderen, aber Architektur kann da was machen. Aber was Sie vorhin fragten und was ich meinte, der Zusatzwert, der nicht durch das Programm gegeben ist, nämlich diese Turbinenhalle oder im Geisha Forum in Madrid, haben wir das Haus hochgehoben und unten einen Raum geschaffen, wo irgendjemand hingehen kann. Das ist eine zusätzliche Idee des öffentlichen Raums. Das ist eine Idee von Stadt, die wir reingebracht haben. Das ist entscheidend. Soll das oder könnte das auch im weitesten Sinne kompensatorisch wirken, wenn eben auf der anderen Seite der individuelle Freiraum eingeschränkt werden muss, weil wir zum Beispiel diese Zersiedelung nicht mehr wollen? Ist das ein Hintergedanke, dass man sagt, wir schaffen dafür eben Räume, die atmen oder wie auch immer man das dann bezeichnen will? Ich denke, das ist eine sehr interessante Frage, weil die Schweiz kennt eigentlich keine öffentliche Architektur. In der Schweiz gibt es kaum einen Platz, der wirklich als Ort des Austauschs und vor allem kaum ein Gebäude. Es gibt kaum ein Gebäude, wo die Leute hingehen, um sich zu treffen, wo die Architektur das suggeriert oder animiert oder auch. Das hat natürlich mit dem mangelnden urbanen Spirit zu tun in unserem Land. Ich finde, das interessantste Beispiel mehr nach Architekt, jetzt um von uns zu sprechen, das machen ja auch andere Architekten, oder die, und vor allem natürlich Leute, die nicht in der Schweiz ausgebildet wurden, weil dieses Thema ganz typisch natürlich in anderen Ländern drängender ist als bei uns. Das Bird's Nest ist interessant, weil es natürlich eine schöne Form hat, es ist ein hübsches Gebäude, aber ich denke, der Raum, dieses Nest, also diese Gitterstruktur, das haben wir von Anfang an gedacht als eine Art begehbaren Park, wie eine Skulptur, wie der Eiffelturm. Und das funktioniert ja auch so. Das ist ein Zusatzwert mit durchaus auch einem politischen Hintergrund. Also die Chinesen gehen in die Olympiastätte, ins Olympiastadion in Peking, um dort sich quasi einfach
zu treffen, fotografieren. Es sind jedes Jahr, jeden Tag über 30.000 Leute, die einfach da hingehen. Und das führen Sie auch darauf zurück, dass es eben dem durchschnittlichen Chinesen nach wie vor nicht möglich ist, seine Individualität raumtechnisch quasi auszuleben? Ich denke, gerade in China hat das sehr damit zu tun, dass die Mittel und die Möglichkeiten sehr beschränkt sind, sich zu treffen. Und dass umgekehrte Chinese, viel mehr als zum Beispiel Japaner, sich unheimlich gerne im öffentlichen Raum aufhält. Die tanzen ja auch im öffentlichen Raum, die sieht ja häufig Tai Chi und die hören Musik. Die haben Plätze, Parks, während die Japaner in Japan, in Tokio gibt es ja keinen einzigen öffentlichen Platz. Das ist eigentlich ähnlich wie die Schweiz in der Hinsicht. Sie haben vorhin vom Urban Spirit, vom eben städtischen Geist gesprochen, der in der Schweiz unterentwickelt ist. Könnte sich da nicht ein Wandel vollziehen, jetzt mit einer jüngeren Generation, gerade wenn Sie, weil Sie vorhin sagten, nach das draußen gehen, draußen feiern, draußen festen zusammen. Das spürt man ja ganz eindeutig bei der jüngeren Generation, ist das sehr stark entwickelt. Die reisen auch viel mehr, erleben viel mehr Städte. Sehen Sie da eine Entwicklung, die möglicherweise durch die jüngere Generation befördert wird? Das kann ich nicht sagen. Was ganz sicher so ist, ist, dass die Flüsse, Seen, die gerade im Sommer, da gibt es natürlich eine unglaubliche Zunahme von Treffpunkten, die benutzt werden. Ob das Ausdruck ist eines Erwachens des Urbanen, kann ich nicht so genau beurteilen. Herr Herzog, wenn Sie gefragt werden, irgendwo Podien oder so, was ist gute Architektur? Was sagen Sie den Leuten? Ich denke, was wir vorhin erwähnten, das Funktionieren. Man muss hingehen und schauen, wo sind die Leute, halten sie sich gern auf. Es gibt Architektur, die eigentlich die Menschen nicht zulässt. Man wird auch häufig gefragt, gibt es ideologische Architektur? Gibt es Architektur, die quasi ein Regime ausdrückt, ein kommunistisches oder ein anderes diktatorisches Regime? Das gab es ganz bestimmt. Und es gab bestimmt gewisse Mittel, wenn man denkt an Berlin, Stalinallee und Moskau und so weiter. Da wurde die Ergebnisse der Moderne, also die Erkenntnis der Moderne, ins Unermessliche gesteigert und erhöht, und die alten Mittel, wie zum Beispiel Proportion, Maßstab, missbraucht sozusagen, um den Menschen einzuschüchtern und klein zu machen. Und das ist ganz klar ideologische Architektur, die unabhängig von der Frage der Qualität, weil das hat zum Teil faszinierende Gebäude für den Architekten, der dann ein gewisses ästhetisches Interesse hat. Ich finde es interessant als Ort, wo man eben lernt, wie sowas funktioniert, dieses Ideologische. Aber ganz klar sind das abschreckende Beispiele in der Hinsicht, dass der Mensch nicht erwünscht ist und der Mensch da sich kaum aufhalten kann. Also heißt das, gute Architektur, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, heißt für Sie, es muss eine menschliche Architektur sein? Es muss eine Architektur sein. Oder die dem Menschen quasi nahe kommt. Wo der Mensch sich gern aufhält und aufhalten kann. Weil Architektur ist ja für den Menschen gemacht. Architektur ist ja das, was es uns ermöglicht, nicht mehr in Höhlen zu leben. Und deshalb haben wir das so gemacht, dass es möglichst komfortabel ist, möglichst schön ist, möglichst warm ist, möglichst unser Leben vereinfacht und verbessert. Das ist eigentlich der Zweck von Architektur. Also ist gute Architektur nicht Geschmackssache? Gute Architektur ist nicht Geschmackssache, gute Kunst ist auch nicht Geschmackssache. Architektur, die einem gefällt, oder Kunst, die einem gefällt, das ist Geschmackssache. Aber Qualität ist nicht eine Geschmackssache. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden: Die meisten Menschen nehmen Architektur sowieso nicht wahr. Ist das Ihre Erfahrung? Und was sagt Ihnen das? Das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, viele gehen wahrscheinlich gerne in die Tate. Gerade die Tate, das ist ja auch ein Gebäude, das sehr stark geprägt war durch den Architekten, der dieses Industriegebäude gemacht haben. Wir haben das also nur umgeformt. Und deshalb sind wir als Autoren gar nicht so sichtbar, müssen auch nicht sichtbar sein, aber die Leute gehen gerne hin. Und
die Leute gehen gerne hin, weil sie gerne in dem Raum sind, aber viele können ja dann nicht sagen, hör mal, das ist toll, diese Oberfläche oder das, und das ist, Menschen sind da nicht viel anders als Insekten. Ich sage das nicht despektierlich, aber man sieht ja genau Insekten, die gehen gerne dorthin, wo es Licht hat oder wo es warm ist oder wo es eben nicht warm ist. Der Mensch ist nicht viel anders, wenn es um die Belegung des öffentlichen Raums geht. Es ist interessant, wenn man in der Schweiz guckt, dann haben wir wahrscheinlich überdurchschnittlich hohe internationale Ausstrahlung in Architektur. Es gibt sehr oder einige weltbekannte Architekten, sie gehören dazu. Gleichzeitig stellt man doch in der Schweiz fest, eine gewisse oder es gibt Schwierigkeiten, gute Architektur umzusetzen. Wie erklärt sich das? Ist die Schweiz zu kleingeistig, was Würfe angeht? Also ich denke jetzt nicht konkret auch hier an Zürich, wo man wahnsinnig viel Mühe hat, Architektur als Architektur auch wirklich zuzulassen. Also das mag stimmen, weil man in Zürich ein paar schlechte Erfahrungen hat, wo Projekte, die sogenannt gute Architektur war oder so, nicht vom Volk oder wie auch immer dann nicht gebilligt wurde. Aber Basel ist in der Hinsicht ja das gegenteilige Beispiel. Es gibt keine andere Stadt in Europa, die so viele Architekturen von den berühmtesten Architekten der Gegenwart hat. Keine einzige. Also da ist ein gegenteiliges Beispiel. Das heißt, es kann nicht mit etwas Spezifischem, Schweizerischem zu tun haben. Ich bin überzeugt, dass über kurz oder lang, auch in Zürich oder wo auch immer, all diese Projekte auch möglich sein sollen. Also Sie fühlen sich als Architekt und als Architekturbüro in der Schweiz willkommen? Sie haben nicht Mühe. Wir haben ja. Also Sie müssen sich ja für jedes Projekt, das in der Schweiz ausgeschrieben wird, müssen Sie sich ja einreihen in eine lange Reihe, in einen Wettbewerb, wo Sie einen, ich sage jetzt mal, doch relativ schwierigen Prozess durchmachen müssen, der wahrscheinlich jetzt für Herzog Dömeron, ich sage jetzt mal, schwer verdaulich ist, wenn man gleichzeitig international eigentlich gefragt wird, ob man was bauen möchte. Ja. Ich möchte jetzt auch wieder nicht mich anbiedern, aber es ist halt so in der Schweiz. Ich meine, wenn wir in einen Wettbewerb eingeladen sind, außerhalb von Basel oder in Basel, entscheiden wir, machen wir mit oder machen wir nicht mit. Wenn wir mitmachen, akzeptieren wir die Spielregeln, es gibt eine Jury und es gibt andere Competitors. Und auch wenn wir den Eindruck haben, wir sind besser als die oder die, wenn wir mitmachen, können wir gewinnen oder können wir verlieren. Und das ist einfach so. Und ich denke, dieses Bottom-up oder dieses im Krümpelturnier drin sein, wenn das pejorativ, das ist Teil unserer Kultur und auch Teil dessen, das uns geholfen hat, uns an anderen Orten durchzusetzen. Das finde ich schon auch wichtig, mit dem Rucksack des Schweizerischen oder dieser Differenz. Also das war gewissermaßen das Trainingscamp. Ja, ich weiß nicht, wir haben natürlich seit den ganz ersten Jahren schon uns im Ausland auch bewegt oder versuchen, ins Ausland zu gehen. Und einer der anderen Vorteile, die wir haben als Schweizer, ist, dass wir uns in verschiedenen Sprachen ausdrücken müssen eigentlich und dass uns das fit macht, eben an Orten, anderen Orten auch unsere Ideen zu kommunizieren. Und nicht mit einer nationalen Prägung, die übermäßig groß ist, wenn ich jetzt an Frankreich denke oder an die Deutschen, dieses selbstverständlich behaupten zu wollen. Du gehst nicht an einen anderen Ort der Welt mit diesem Bewusstsein, ich bin Schweizer und dieses Schweizersein drücke ich dort aus. Während das nicht ganz so ist beim Franzosen und beim Deutschen. Ich sage nicht, der will das unbedingt, aber der ist sehr viel stärker geprägt in seinem Selbstverständnis und in seinen Ausdrucksmitteln, als wir das sind. Herr Herzog, die Zeit ist uns buchstäblich davongelaufen bei diesem interessanten Gespräch. Ich stelle Ihnen eine letzte Frage. Es wurde vorher erwähnt, Sie haben Weltruhm, Sie haben übergebaut, Ihre Gebäude sind Ikonen. Gibt es für Sie noch, für das Büro Herzog Dömeron, für Sie persönlich noch so etwas wie einen Architektentraum? Das würde ich gerne noch mal bauen. Das wäre ein Projekt, das ich gerne machen würde. Nein, aber es ist interessant in dieser Zeit, die ja sehr schwierig sich anlässt, versuchen herauszufinden, was Architektur und Städtebau überhaupt bewirken kann. Weil manchmal ist auch
habe ich den Eindruck, weil wir so über Jahre uns mit diesen Themen beschäftigt haben, dass wir in einer Zeit leben, wo Architektur oder auch bildende Kunst die wirklichen Probleme unserer Zeit gar nicht mehr richtig treffen. Wenn ich an Energie, an Ernährung, an Wasser und so weiter denke. Und ich denke, dass es wichtig ist, ich kann nicht sagen, wir sind jetzt plötzlich in einem anderen Gebiet tätig, aber es ist wichtig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und umgekehrt eine Architektur auch aktuell zu halten. Architektur ist immer nur Architektur. Architektur kann nicht über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Aber andererseits reflektiert es immer sehr stark, wie die Welt sich verändert. Und das ist unsere Überzeugung und auch das, was uns sicher auch in Zukunft beschäftigen wird. Herr Herzog, wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ-Stammpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Sie können diese Sendung wie immer auch im Internet sehen, und zwar auf www.nzz.ch. Es wäre schön, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann sagen wir auf Wiedersehen.